Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Part von Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, genau. letztes Mal sind wir stehen geblieben, haben Kubakiyaku ein bisschen untersucht und ich bin jetzt immer wieder ein bisschen herumgeschwommen, weil ich auch immer ausgetestet habe, was ich einstellen kann von der Einstellung her und was ich, keine Ahnung, und habe ein paar Sachen gefunden, die ich aber noch nicht angeschaut habe, weil ich nicht wollte, dass es offscreen ist. So, hier einmal. Diese strahlend goldene Scheibe ist unverkennbar. Das hier ist Inti, der bedeutendste Gott der Inka. Er war der Gott der Sonne, Beschützer der Menschen und Spender von Wärme und Licht. Einigen Legenden zufolge hat er den Menschen außerdem den Weg in die Zivilisation gewiesen. Die Inka-Herrscher betrachteten sich entweder als Intis direkte Nachfahren oder seine Inkarnation auf Erden. Je nachdem, welchen Herrscher man fragte. Okay. Und ich habe noch was gefunden, nämlich da hinten. Dürfte noch etwas sein. Nicht, ja, das dürfte unten sein. Eine Schatztruhe nämlich. So, hier, genau. Diese konische Gussform aus Eisen wurde hauptsächlich in den 60ern und 70ern genutzt, um kleine Goldbarren zu gießen. Ihre einzigartige Form sorgt dafür, dass sich das Gold am Boden absetzt, wodurch es von Unreinheiten befreit wird. Okay. Gut, gut. Dann brauchen wir noch ein einziges Artefakt, um oder irgendein Key oder so, um noch genug Erfahrung zu bekommen. Dann können wir jetzt also auch ein bisschen mehr durch die Stadt durchgehen. Denn das haben wir noch nicht richtig gemacht gehabt. Auch wenn es etwas lecken sollte. Aber das Key kann auch irgendwas sein. Aber kannst du noch. Das ist, nee, das heißt, das Key ist nicht tief genug. Okay, dann gehen wir drauf. Hab's, das kenne ich schon. Du redest nicht. Die Frau hat auch schon geredet. Oh nein. Ich wette, sowas hast du noch nie gesehen. Das ist mein letzter. Die anderen habe ich diesem Kommandanten verkauft. Er war ein bisschen schwierig, hat mir aber alle abgenommen. Naja, außer dem hier. Er läuft rund und geht nie kaputt. Eine echte Schönheit, nicht wahr? Nein, ernsthaft. Meine Frau hier ist seit dem Unfall nicht mehr dieselbe. Aber das sanfte Brummen entspannt sie. Freut mich. The fuck? Na ja, wenn Gott einen Fisch gibt, macht man Ceviche, richtig? Ich bin vielleicht altmodisch, aber mir sagen die Kleineren, ja, sehe ich aus. Okay. Hast du meinen Mann gesehen? Oder meine Tochter? Ich glaube nicht. Wo hast du sie denn zuletzt gesehen? Sie verbringen die Nächte bei den Sternen. Sie funkeln und winken mir zu. Aber am Morgen... Oh, das Haar ist ein bisschen blöd gerade. Das ist voll süß. Aber das ist, ich bin nicht beim Sound, ich bin da, das ist Audio und Sprache. Genau. Eigentlich müsste es gut. Gehen Sie zum Fluss? Oh. Dort sehe ich sie immer leuchten. Aber der Sturm wühlt das Wasser auf. Ich weiß, sie sind da unten. Ich weiß es einfach. Okay. Wo bin ich jetzt auf der Karte? Okay, da vorne. Gut, gut, dann in die Richtung. Mach mal. Was ist das? So, dahin gehen. Eins. So, schau mal da. Da, da. Ach man. Was soll ich, glaube ich, jetzt einfach genau geradeaus. Vielleicht finde ich was. Hoffentlich finde ich was. So. Ich dürfte irgendwas finden, weil wenn da schon was eingezeichnet ist, dann muss hier irgendwas sein. Ist mir zu weit, hä? Okay, da ist einfach nur wieder was zu mitnehmen. Aber ich hab's auch schon, ist auch schon wieder voll. So, ich bin direkt davor. Ah, hier. So, komm. Ja, du schaffst das. Und das war jetzt... Das hat sie mir jetzt gezeigt. Ernsthaft? Ja, scheinbar hat sie jetzt mir genau das gezeigt. Und auf der Insel dürfte noch irgendwas sein. So wie es scheint. Es dürfte aber dann direkt
Also es müsste direkt hier irgendwo sein. Oder ist das da drunter? Ich glaube aber nicht, dass wir... Oder? Mal nachschauen. Ich sehe keine Kiste. Hier, ich sehe keine Kiste. Bin ich da am richtigen Ort? Okay, die Kiste müsste dann da in der Ecke sein. Aber hier ist sie nicht. Und was in der Luft? Nee, also, ich bin jetzt nicht sicher, ich glaube, ich sollte mal aufhören und einfach die Geschichte weiternehmen. So, da gehst du drauf, danke schön. Weil sonst rastet ihr mir gleich alle aus, weil ich zu lange brauche für alles. Okay, hier müsste irgendwas sein. Hä? Was stand da? Überlebensversteck. Drunter vielleicht? Geh mal, kannst du da runtergehen, bitte? Aber, genau, danke. Gibt es irgendeinen Eingang davon? Ja, hier. Ah. War das jetzt damit gemeint? Ja, war's. Okay. Verwirrend. So, dann müssen wir rüberkommen. Hallo Kinder. Puja, was auch immer. Ich kann. Wir sprechen ja nicht hier. Inkanisch, keine Ahnung. So. Ist hier irgendwas? Ah, da komme ich rein. Das scheint Abbys Stammbaum zu sein. Ihre Familie lebt seit Hunderten von Jahren in diesem Dorf. Und wie es aussieht, ist sie mit den meisten Dorfbewohnern irgendwie verwandt. Das ist verstörend. Das ist etwas verstörend. Hier ist nichts mehr. Okay. Kann man da noch rein? Nee, sieht zu aus. Hier ist auch zu. Omar, Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Was ist was? Ist das jetzt... Nein, das ist nicht mein Missionsziel. Kann ich einfach hochklettern? Nee. Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Kann ich hier noch irgendwas klauen? Bestimmt. Oder das Level ist zu auffällig. Hi. Verpiss dich! Du störst den Empfang. Was? Verpiss dich? Wie soll ich hier loswerden? Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Ach, wie soll ich denn... Ach, mit F. Alles ist in Ordnung? Nein. Alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer. Kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben. Zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Aufmuckt. Mucken. So, hi. Verpiss Omar? Dich! Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Jetzt muss ich schon mal zur Bar. Verpiss dich! Du störst den Ach, sei leise. Da hinten. Schön, dass mir das jetzt angezeigt wird. Super. Das ist dann, das finde ich besser, das finde ich gut für diese Gun. Oh, hast du lesen? Ich habe ein wenig nachgeforscht und denke, wir könnten eine eigene Raffinerie bauen. Es wird allerdings große Anstrengungen erfordern und ich kann es nicht allein machen. Wir müssen einen Öltank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern bauen.
Der Rumpf des im Fluss gesunkenen Schiffes wäre dafür vermutlich geeignet. Irgendwelche Freiwilligen für eine Bergungsmission? Wir brauchen ein System, um das Rohöl zu sammeln. Wer will die Leitung der Eimerbrigade übernehmen? Sobald die Anlage steht, müssten wir Diesel, Kerosin und Benzin herstellen können. Die Menge sollte auf jeden Fall für die Flugzeuge ausreichen und irgendwann vielleicht sogar Profit abwerfen. Super. Schön, dass die schauen, was sie machen können. Oh, ein Fähigkeitspunkt. Hier ist nichts mehr drin. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas drin. Ich bin auch schon wieder hier. So, lass mich jetzt draufklettern. Dankeschön. So, die Bar dürfte. Jo. Oh, Lagerfeuer, das hab ich nicht gesehen. Ein Fähigkeitspunkt oder mehrere Fähigkeitspunkte? Ein. Was kann ich denn damit jetzt noch herstellen? Du. Was auch immer. Mal der Eule. Okay. Dann. So. Dann können wir jetzt das nächste schauen. Ach, das sind ein paar Menschen, die reden wollen. Wie schön. Hey, wenn du jemanden brauchst, der sich in Kuvak Yaku auskennt, frag mich. Bist du der hiesige Fremdenführer? Ich kenne mich aus. Und weiß, wen man meiden muss. Verstehe. Den besten Fisch gibt's am Dock natürlich. Die Tacos sind im... Ein Standbild war jetzt nicht nötig. El Licor de Cerdo am besten, aber sein Bier ist pisswarm. Ich werde darauf achten. Okay, danke schön, dass du das uns zu Weil geholfen hast. Mein Hals, scheiße. Holz von den Leuten gelauen, die eh schon Probleme haben. Ich suche nach Marco. Warum? Weshalb? Ich will nur mit ihm reden. Er will wirklich keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Arbeit? Ja. Ja, klar. Also, bist du Marco? Sag mir, dass Omar dich nicht schickt, um Ärger zu machen. Wenn eins dieser Tiere meinem Sohn was tut, dann... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Mein Knie ist kaputt, also hat Omar Pablo als Ersatz zur Ausgrabung geschickt. Er sagte, ich sei jetzt Personalchef und müsse Ersatz finden, sonst... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Ja, ich befürchte, er behält Pablo da, auch wenn ich ihm jemanden bringe. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. Dich? Wirklich, du... Würdest du das tun? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Danke. Wenn du Pablo siehst, sag ihm, ich bin hier. Er sagt zu Pablo? Oder? Nee. Ja, ja. Okay, wo ist das nächste? Da hinten wohl. Wo denn? Wie kommen wir da hin? Oh lol. Eigentlich würde ich die Story gerne weitermachen, aber es interessiert mich gerade voll, was hier noch los ist. Gleich hier runter? Ist das Wasser tief genug? Ne, sieht nicht so aus. Einfach nur zum Durchforsten, keine Ahnung. Hier ist immer bestimmt was zum Lesen, oder? Sieht so offensichtlich aus. Wie komme ich denn zu den anderen, wie komme ich jetzt zu Pablo? Wo ist denn da der Eingang? Okay. Ich glaube nicht, dass ich das kann, Bancho. Schon ist ganz einfach. Du nimmst ihn und steckst ihm den Böller in den... Du weißt schon. Hat der sowas überhaupt? Soll er sonst scheißen? Nein, ich will das nicht tun. Das ist fies. Sprengen wir doch ein paar Ananas. Was erzählen wir Javier? Dass wir ein neues Haustier haben? Cool. Okay. Interessant. Ich hoffe, das hat man gehört. So, da hinten muss ich jetzt hin, scheinbar. Aber beeil dich, Lara. Bin ich hier richtig? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Da unten war noch was, das habe ich gesehen. Genau da. Oh, noch mehr, hier Gold und so. Jetzt kann man bestimmt, noch die Sachen, ein paar Sachen herstellen. So, dann können wir wieder hier rüber. Ist das eine Grabstätte? Oh, das ist es. Das wollte ich ja nicht gar nicht. Dafür habe ich nicht genug Platz. Aber schön, dass es dann so passiert ist.
Gräber sind toll. Ich wollte eigentlich die Geschichte weitermachen. Das war aus Versehen. Hier ist ja wieder der Ausgang, so wie mir scheint. Dann gehen wir auch weiter da lang. Würde ich jetzt nur so sagen. Komm. Mal schauen, was das für ein Grab ist. Jemand hat den Weg verbarrikadiert. Ja. Ich glaube, ich starte das Spiel danach mal neu. So, Schluss. Dankeschön. Oh, hier ist dunkel. Schön, dass Lava Licht hat. Verdammt. Okay. Mann. Ha! Kann ich es nicht einfach übertreten? Hab's getroffen. Alter. Jetzt, finally. Dankeschön. Okay. Ach, das zeigt mir so ein paar neue Sachen an. Schön. So, dann muss ich mal wieder ein paar Pfeile herstellen. Das war nicht der Plan. Ich will eigentlich nur ein paar neue Pfeile herstellen. Ich habe ja jetzt genug. Also genug, Dingo, um es herzustellen. Oh, was zum Lesen. Ups, die falsche Taste. Aber noch nicht. Oh. Möge Vaders Wunsch nach Macht gestillt werden, wenn wir ihm in die jenseitige Welt folgen. Okay. Das Licht ist ein bisschen komisch. Hier geht's wohl nicht weiter. Muss es doch weitergehen. Wieso geht's hier nicht weiter? Hä? Hier muss es weitergehen. Macht ja keinen Sinn, wenn hier ein Grab wäre, wo ich einfach nicht weiterkomme. Ich kann ja mal schauen, ob ich hier irgendwo langkomme. Ach du Scheiße. Ich hatte gerade gesagt, hier geht's nicht weiter. Ich kann nicht. Das Spiel kann nicht von mir wollen, dass ich. So. Leute, würde mich doch verarschen. So, hier muss ich jetzt bestimmt irgendwo eine Falle, oder? Nee? Wirklich? So, hoch kommst du hier. Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Neuer Ort entdeckt. Ich meine, die Grafik ist irgendwie etwas schrecklich. Was? Ich kann jetzt nur das Outfit herstellen. Um mehr ging es jetzt nicht. So, jetzt kann ich wieder hochklettern. Okay, ich muss schon mal Doppelsprung machen. Okay, schau mal. Ah, ich muss nach da. Ah, okay, ich sehe schon. So, ich muss nach da hinten. Oh. Wieso hat sie nicht das Power? Okay. Das war interessant. So, du gehst jetzt mal zurück. Hops. Dann.
Hops. Hops. So, dann springe ich jetzt darüber. Die Frage ist, greift sie von selbst nochmal die Wand an? Hält sie von selbst nochmal an der Wand fest oder muss ich E drücken? Also ich probiere es nochmal ohne E drücken. Vielleicht was ist das hier. Bin mir nicht ganz sicher. So. Na, ich muss ein bisschen weiter höher. Okay. Irgendwie, keine Ahnung. So, hier muss ich aber hoch. Doppelsprung hochspringen. Genau. Ach, hier kann ich mich auch schon wieder festhalten. Das war's schon? Also einfach nur ein Outfit bekommen und dann fertig? Damit habe ich mir echt dann nicht gerechnet. So. Gut, jetzt ist es wieder dunkel. Ein paar Sachen klauen, Geld. Und was da hinten? Auch nur mehr Geld. Zack. Komme ich da weiter hoch? Nein, schade. Das sah recht interessant aus. Ups. Da hinten ist dann leuchtet es einfach nur. Und wieder nach oben. Und jetzt gleich da rüber springe ich schon. Ups. Und geschafft. Ich habe es gerade abgeschlossen. Super. Gut, dann können wir schon zum nächsten Grab, beziehungsweise zur Aufgabe zu grün. Um den Typen zu killen, scheinbar. Oder was auch immer. Der wollte von uns. Wieso ist hier eigentlich kein. Ich hätte ein Feuer erwartet, irgendwie. Was führt mich hier hin? Ach, ich bin auch wieder am Anfang. Ach, da bin ich hergekommen, lol. Ich muss wieder tauchen, so wie es aussieht. Ja, muss ich. Dann komme ich hier schnell raus. Das war einfach, also. Ich bin zwar mal gestorben, aber. Das war jetzt nicht gerade schwer. Ihren Geber waren schon schwerer, haben mehr von dir erwartet. Okay, kann ich nicht herumschießen, schaffen. So. Nee, da komme ich nicht, schade. Das ist ganz einfach, du nimmst ihn und steckst ihn rein. Einst wurde die Stadt von dem wachsamen Auge des Kondors beschützt. Doch wir ließen zu, dass der Adler ihn vertrieb. Ich verstehe nicht ganz. Ja, ich auch nicht. Manchmal gehen Sachen im Laufe der Zeit verloren. Wir dachten, Geld würde uns glücklich machen. Aber der Adler nahm auch das. Fuck, muss ich jetzt einen Adler schießen? Was wollen die jetzt von mir? Scheinbar gibt es hier Adler, weil jetzt. Wo wollten sie mir jetzt sagen? Wenn scheinbar muss ich auch noch so mal Tschüss sagen. Oh. Zack. Einbrechen. Hey, das macht auch jedem Spaß. Holz mitnehmen. Okay, ich habe schon volles Holz. Oh. Bestattungspuppen wie diese wurden für gewöhnlich aus Stoff gefertigt und mit Schilf und Korn gefüllt. Sie halten oft etwas in der Hand, beispielsweise ein Musikinstrument oder ein Garnknäuel. Diese Puppe hält ein Kleinkind, was darauf hindeuten könnte, dass die verstorbene Mutter gewesen war. Diese hier besteht allerdings aus modernen Materialien. Ich schätze mal, Porvenir könnte sie als Werbespielzeug hergestellt haben. Was ist Porvenir? Sala, keine Ahnung. Okay, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Like da. Falls ihr verrückterweise abonnieren wollt, das ist kostenlos. Könnt ihr gleich mal auf den Abo-Button klicken. Freue mich immer über alle neue Leute. Touristen her. Ich bin keine Touristin, meine ich. Ich bin Forscherin. Oh. Tja, du hättest diesen Ort mal vor 20 Jahren sehen sollen. Er war so voller Leben und so optimistisch, was die Zukunft betrifft. Pff, optimistisch. Naiv trifft es wohl besser. Was ist passiert? Porvenir ist passiert.
Eine große Ölfirma aus Lima. Sie kamen her, kauften die Stadt auf, gaben allen Arbeit. Sie wollten sogar Wohnungen über den Fluss bauen. Dann ging alles den Bach runter. Der Ölcrash. Ja, und sieh uns jetzt an. Schade, dass du keine Touristin bist. Touristen bringen Geld. Archäologen nehmen nur. Okay. Wie gesagt, dann bist du schon. Bis zum nächsten Part. Ciao.